Okay, weiter geht's mit Let's Play Dark Messiah. Kapitel 4 auf dem Meer des Blutes. Und wir haben uns jetzt schon bis zu dieser Ebene vorgekämpft, wo die Balliste stehen. Wir können sogar schießen. Hü! Bringt zwar überhaupt nichts, aber ist ganz witzig. So, haben wir hier noch Feinde? Oh, eine Tür. Ah. Was haben wir denn hier? Geräucherte Schinken. Ein Mana-Trank. Ein Mana-Trank und eine Truhe. Schriftrollen des Einfrierens und des Einfrierens. Irgendwann werden wir die noch sinnvoll einsetzen, hoffe ich. Ah, da kommen wir her. Okay, dann verschwenden wir nicht mehr Zeit und gehen weiter nach oben. Wir sind an Deck! Okay, unsere neue Mission lautet, alle Gefahren an Deck beseitigen. Da fällt mir gerade ein, der Haken von den Nekromanten hat auch plus 3. Aber wir behalten unser Langschwert. Meine Lieblingswaffe. Ist das nicht ein schöner Ausblick? Die Sonne blendet mich. Dort. Hast wohl geglaubt, du könntest entkommen. Nein, das habe ich nicht. Oh Gott. Gott. Komm her, dass ich dich treten kann. Runter vom Schiff. Runter vom Schiff. Ein Nekromant. Runter vom Schiff. Ha! Deine hübsche kleine Freundin kann an Bord kommen, ohne sich in ein hübsches kleines Nadelkissen zu verwandeln. Dann lasche ich mal das hübsche kleine Fallrip herunter. Diese bissigen Kommentare. Ich liebe sie. Okay. Mahlzeit. So. Wo ist denn das Fallrip? Hier nicht. Oh, das hätten wir auch nutzen können. Aber warten wir erstmal ab. Okay. Sieht so aus, als wäre es das. Oh. Was ist unsere Mission? Okay, wir müssen die anscheinend beschützen. Hallo, Leana. Ihr seid erstaunlich, Sarit. Ich befreie die Mannschaft und mache das Schiff seeklar. Halte diese Ungeheuer von Bord fern. Aber klar. Sie kommen nicht an mir vorbei. Jetzt willst du vor dem anderen hübschen Mädchen aber angeben, oder? Natürlich. Na, wer will als erstes? Ich stehe wie ein Bollwerk. Niemand kann mich aufhalten. Oh. Ja! Yeah. Es sieht so aus, als hätten die Nekromanten Verstärkung bekommen. Ja, dann lass ich das aus. Ha! Mal was Sinnvolles von ihr. Oh, sie hat schon Lebensbalken verloren. Da ist ein Bogenschütze, den ich überhaupt nicht mag. Komm her! Komm her! Hey!
Ich bin dein Gegner. Und jetzt. Hey, da ist noch einer. Aha. Nein, Leana. Hey, sie heilt sich. Das ist mal sinnvoll. Wir laufen zu Höchstform auf. Oh Gott. Oh Gott. Es werden echt viele. Ha, ein Doppelschlag. Und noch ein Doppelschlag. Sind die nicht langsam fertig? Komm her. Ist es nicht geil, diese Massenschlacht? Und die realistischen Bewegungen unseres Kämpfers. Und die Kämpfer an sich, sie sind einfach genial. In so einer Intensivität habe ich sie noch in keinem Spiel erlebt. Das muss man gespielt haben. Hört ihr? Kaufen! Sind wir bald fertig? Du wirst fallen. Hey, ein Magier. Hey, das fand ich gemein. Das fand ich sehr gemein. Ich muss den Magier retten. Ha! Aufgabe erfüllt. Schnell weg von hier. Ich kann Arantir riechen. Er kommt hierher. Ich kann ihn auch riechen. Es stinkt nach Schwefel und nach Scheiße. Ich weiß, ich bin erstaunt. Ich weiß das schon lange. Targon, kümmert euch um die Mannschaft. Varet und ich lichten den Anker. Zu Befehl, Milady. Gut. Varet, würdet ihr mich begleiten? Es ist, wichtig. Aha. Folgt Leana in ihre Kabine. Oh Gott, was könnte sie vorhaben? Puh, das gehört nicht zu meinen Stärken. Varet. Als mein Onkel starb, dachte ich, alles sei verloren. Aber irgendwie habt ihr den Kristall zurückerobert. Das Schiff. Ihr habt uns alle gerettet. Ihr habt mich gerettet. Das war ich. Das ist sehr widerlich. Weck mich, wenn's vorbei ist. Ich wollte mich noch einmal bei euch bedanken und euch sagen, dass ihr mir inzwischen sehr viel bedeutet. Aha. Oh, ja, dann legen wir ab, Targon. Kann das Schiff endlich ablegen? Diese Kajüte könnte etwas frischen Wind gebrauchen, um die heiße Luft abzukühlen. Lichtet den Anker! Ja, das Schiff legt ab und ich wette, Arantir kommt gleich um die Ecke. Los, ablegen. Hä, was ist das? Endlich, Lord Arantir. Wir sind alle Teil eines größeren Tanzes, meine Liebe. Nur folge ich den Schritten viel länger als die meisten. Schau, schau, seht, wer da ist. Wie nett, euch zu uns zu gesellen, Saren. Wollt ihr eure Bestimmung erfahren oder euer Verhängnis? Wieder eine Vision. Ist, wie ihr glaubt. Das erfährt er früh genug. Nur zu, Leana. Tanzt mit ihm. So lange, wie er es erlaubt. Was? Was habe ich getan? Nein! Warum? Ah, euer erstes Opfer. Keine Sorge, Junge, sie bleibt nicht euer letztes.
Oh mein Gott. Kapitel 5, der Tempel der Spinne. Soweit so gut, wir sind angekommen und von Arant hier keine Spur, aber letzte Nacht hatte ich wieder einen komischen Traum. Xana, Leana, was geht hier vor? Wenn der Schädel der Schatten so vielen Leuten so wichtig ist, muss Fenric sich bei seinen Hinweis auf... toll. Wieso geht es jetzt auf einmal so schnell? Naja, ihr könnt ja stoppen und lesen. Ja, Sarah. Unser Lager war auf der anderen Seite. Okay, ich muss jetzt erstmal Stopp machen. Bis gleich. Die Insel ist voll von feindlichen Orkkriegern.